Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum Stadion-Vlog. 1. FC Köln gegen Slowako. Ich bin sehr gespannt. Das ist für mich das erste internationale Spiel mit dem 1. FC Köln. Und das erste Mal, dass wir in W2 sitzen, also in dem Fall im Unterrang sitzen. Ich bin mega gespannt auf die Partie, ich bin mega gespannt auf den Platz. Klingt komisch, ist aber irgendwie so ein bisschen so. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stadion-Vlog. Und ich sage einfach mal Video ab. So, es ist ziemlich dunkel, deswegen, aber wir sind am Stadion. Es geht los, FC gegen Ferva FC, gegen Slowako natürlich. Und wie gesagt, jetzt geht's rein auf ins Flutlichtspiel. Yeah.
Schützen und Torschütze, meine Spieler mit der Nummer 23, Saki! Halten
Halbzeit. 2:0 führt der 1. FC Köln gegen Slowako. Ja, wie gesagt, machen ein sehr, sehr gutes Spiel, muss man echt sagen. Slowako hatte auch schon die ein oder andere Chance, um Anschlusstreffer zu erzielen. Aber bis jetzt hat Marvin Schwäbe die Null gehalten. Und ja, ein sehr, sehr erfolgreicher Abend bis jetzt. Ich hoffe, dass die zweite Halbzeit genauso wird. Vielleicht ein 3-0, 4-0 noch machen. Tordifferenz ist auch nicht schlecht. Von daher ja, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg heute Abend. Also mal schauen, wie die zweite Halbzeit wird. Den habe ich genau gesehen. Thank you.
mit der Nummer 7, Dejo! Vorbei und ja, wir haben 4-2 gewonnen und guck mal hier, wen ich hier noch hab. Die Jungs von 2 Köln sind auch da. Ja, was habt ihr zum Spiel? Also erstmal haben wir gedacht, natürlich super, die hauen wir weg. Und ehrlicherweise haben wir dann ein bisschen arrogant gespielt und vollkommen zu Recht haben die dann den Ausgleich geschafft und vollkommen zu Recht sind wir auch wieder zurückgekommen. Aber eine super geile Reaktion unserer Kurve, der ganzen Mannschaft. Ein fantastischer Fußballabend, ein Fußballfest. Und ich glaube, One Family, die FC-Familie, das haben alle unter Beweis gestellt. Wir können das. Und ein unvergesslicher Abend für diesen Verein. Geil! Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also ihr merkt, die FC-Fans sind sehr zufrieden mit den... mit dem Europapokal und von daher, so kann es weitergehen. Wir sind jetzt Spitzenreiter, weil Nizza hat 1-1 gespielt. Echt? Unentschieden ausgegangen. Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter, hey! Hey!